Du hast recht, Linden. Meine Kontakte haben deinen Verdacht bestätigt. Sie ist es. Es konnte nur Theresa Carroll sein. Das ist eindeutig ihre Handschrift. Wir kennen sie. Dir ist klar, dass sie Hosnian Prime und den Konvoi nur aus einem Grund angreifen würde. Sie sucht nach Projekt Starhawk. Ich habe Schritte eingeleitet, um sie aufzuhalten. Bevor sie die Nadiri-Werft findet. Bevor mehr Leid geschieht. Linden. Was hast du getan? Entspann dich. Ich habe Theresa nur eine Nachricht geschickt. Nicht zu ignorieren. Ein alter Schützling von mir, Theresa Carroll, führt die imperiale Suche nach Projekt Starhawk an. Sie wird nicht nachgeben, bis es zerstört ist. Gut, ich habe da einen Plan. Ich habe eine Nachricht verschickt, von der wir wissen, dass sie von einem versteckten imperialen Horchposten nahe Esselis abgefangen wurde. Was für eine Nachricht? Ein Köder für Theresa. Und nun, da der imperiale Posten seinen Zweck erfüllt hat, wird es Zeit für Teil 2 meines Plans. Zerstören wir den Horchposten, lassen wir Theresa glauben, dass wir etwas verbergen. Das macht den Köder wesentlich glaubhafter. Vanguard, ich will, dass ihr mit Y-Flügler mit schwerer Artillerie den Posten in Esselis in die Luft jagt. Zeigt keine Gnade. Eine Korvette begleitet euch, um das Feuer des Imperiums auf sich zu ziehen. Gunny wird unsere Bomber versorgen. Das sind eure Ziele. Wir haben Empfänger am Rumpf als Schwachstellen identifiziert. Zerstört jeden Einzelnen. Zusätzlich müssen die äußeren thermischen Regulierungssysteme und alle Satellitenschüsseln auf der Oberseite des Horchpostens zerstört werden. Wenn ihr das schafft, nehmen wir dem Imperium einen entscheidenden Vorteil und Theresa wird blind in unsere Falle tappen. Y-Flügler können Bomben und andere schwere Sprengsätze tragen. Dadurch sind sie zwar langsam, richten aber viel Schaden. Spionagenetzwerk dafür danken. Formieren wir uns mit unserer Korvette. Sie wird uns während des Angriffs Deckung geben. Dieser Horchposten mitten im Nirgendwo. Wie hat der Boss diesen Ort gefunden? Er entsandte eine Nachricht mit der Absicht, dass das Imperium sie abfangen und den Außenposten preisgeben würde. Den Köder haben sie geschluckt. Glückstreffer. Er konnte niemals wissen, dass das funktioniert. Es sei denn, die gesendete Nachricht war so verlockend für das Imperium, dass sie sie einfach abfangen mussten. Was könnte nur so verlockend sein? Das ist der Punkt. Javes wird es uns nicht verraten. Aber es könnte sich in eine Falle verwandeln. Zuerst kommt die Mission. Um Details dieser Falle kümmern wir uns später. Durchführt. Nun, sie setzen alles in Bewegung, um uns zu finden. Ich wette, das Imperium ist außer sich darüber, dass wir ein neues Schiff aus seinen alten bauen. Das ist unser Horchposten. Bei Annäherung störe ich die Sensoren des Imperiums. Klasse, die werden uns nicht kommen sehen. Wir zeigen ihnen, dass man die neue Republik nicht belauscht, ha? Huh? So wird das gemacht. Die imperialen Sensoren können uns nicht erfassen. Wo
Folge mir, 5. Wir führen den Bombenangriff an. Grace und ich kümmern uns um Stationsverteidigung und Sternenjägerpatrouillen. Dann mal los. 5, gib denen alles, was du hast. Gut, du hast es fast geschafft. Auf mein Zeichen heißt es Bomben los. Was? Ein Überfall! Alarmiert die Teilpatrouillen! Gut gemacht! Du bist einer totalen 5! Nun bombardiere den Rest der Empfänger! Bring das Übertragungssystem zum Laufen! Wir müssen Verstärkung rufen! Oh oh, schnell! Zerstört die Satellitenschüsseln, bevor sie den Notruf senden! Nehmt die Schüsseln auf der Station ins Visier! Ohne sie kann das Imperium keine Verstärkung rufen! Thank you.
Systeme müssen überlastet sein. Sie versuchen, den Kern zu kühlen. Am Lüftungsschacht damit. Ich habe eine Idee. Warum beschützt du die Korvette nicht? Bewegung! Nein, wir haben die Korvette verloren. Wo warst du, Fünf? Alles klar, Fünf. Rein mit dir und flieg vorsichtig. Ich liebe diese Idee. Fang mit der Bombardierung an, sobald du beim Kern bist, und höre bloß nicht auf. Dir bleibt kaum Zeit zu entkommen, sobald der Kern explodiert. Also stell dich drauf ein, schnell abzuhauen. Das war's. Lass die Waffen fallen, Fünf. Staffel. Die Falle ist gestellt. Zurück nach Hause. Es ist Zeit für den nächsten Schritt.